Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser kurzen Folge möchte ich dir drei biblische Gründe geben, warum Jesus für dich gestorben ist. Zum einen ist die Bibel sehr eindeutig, dass Jesus für dich gestorben ist, weil er dich liebt. Denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus ist nicht für uns gestorben, weil wir so toll sind, sondern die Bibel sagt, als wir noch Sünder waren. Und die Bibel sagt auch in Johannes Kapitel 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe als diese und Jesus hat den ultimativen Liebesbeweis erbracht, indem er sich für dich hat opfern lassen am Kreuz. Und auch Gott der Vater hat den größten Liebesbeweis erbracht, indem er eben seinen einzig geborenen Sohn geopfert hat, ihn preisgegeben hat, über den er gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diesen einzig geborenen Sohn hat Gott, der Vater, für dich geopfert am Kreuz. Und Jesus hat das freiwillig getan. Denn Jesus sagt, dass er Vollmacht hat, sein Leben zu lassen und Vollmacht hat, es auch wiederzunehmen. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, weil er dich liebt. Und weil Jesus dich liebt, möchte er nicht, dass du zur Hölle fährst. Das ist zwar die Strafe, die wir verdient haben, denn Gott ist ein gerechter Gott. Gott lässt Sünde nicht ungestraft, aber er liebt dich und möchte dir deswegen eine Chance geben, in den Himmel zu kommen, nicht zur Hölle zu fahren. Und das ist der zweite Grund, warum Jesus für dich gestorben ist, weil er dich vor der Hölle retten möchte. Siehst du, Menschen wünschen sich immer Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit gibt es auch bei Gott. Aber was sie nicht realisieren ist, dass sie aufgrund Gottes Gerechtigkeit es verdient haben, zur Hölle zu fahren. Denn die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Bibel spricht von dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist natürlich die Hölle. Und die Hölle ist ewig, ein Ort der ewigen Qual, der ewigen Bestrafung. Und die Hölle haben wir alle verdient laut diesem Vers, denn jeder hat mindestens schon mal gelogen. Wir sind vielleicht nicht Mörder, wir sind vielleicht nicht Ehebrecher, aber hey, jeder von uns hat schon mal gelogen. Und die Bibel sagt auch vielmehr, erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Also jeder Mensch erweist sich als Lügner, steht in Römer Kapitel 3, Vers 4. Das heißt, jeder Mensch hat es verdient, zur Hölle zu fahren. Denn Gott ist ein gerechter Gott, aber er liebt dich. Und warum ist Jesus für dich gestorben? Weil er dich liebt. Und er möchte deswegen nicht, dass du zur Hölle fährst. Deswegen, zweitens, Jesus ist für dich gestorben, um dich vor der Hölle zu retten. Und um dich vor der Hölle zu retten, ist Jesus nicht nur am Kreuz für dich gestorben, für alle deine Sünden, sondern er ist auch zur Hölle gefahren, an deiner Stelle. Denn die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 31, dass seine Seele nicht in der Hölle gelassen wurde. Also wo war dann Jesus' Seele, nachdem er gestorben war? In der Hölle, aber seine Seele wurde nicht in der Hölle gelassen, sondern er wurde auferweckt von den Toten. Er ist von den Toten auferstanden, hat den Tod besiegt und lebt für immer und kann dir deshalb ewiges Leben schenken. Und dass Jesus zur Hölle gefahren ist, wurde auch schon im Alten Testament prophezeit, denn in Jona Kapitel 2, Vers 2 heißt es, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Also Jona sagt, ich schrie aus dem Bauche der Hölle, aber Jona war nicht wortwörtlich in der Hölle, sondern das bezieht sich auf Jesus, denn Jesus selbst sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also das, was Jona hier gesagt hat, das bezieht sich auf Jesus. Jesus war in der Hölle für dich. Er ist für dich gestorben. Warum? Weil er dich vor der Hölle retten möchte. Er hat auch die Hölle für dich erlitten, damit du nicht zur Hölle fahren musst. Der Ort der Qual, den wir alle verdient haben, weil wir alle gesündigt haben. Und was ist eine Sünde? Die Bibel ist eindeutig, dass wir zum Beispiel nicht stehlen sollen. Wenn wir dann also stehlen, dann übertreten wir Gottes Gesetz und damit haben wir gesündigt gegen Gott. Gott hat uns geschaffen, er hat die Regeln aufgestellt. Gott ist gerecht und deswegen gibt es eine Strafe für Sünde und diese Strafe wird letzten Endes die Hölle sein. Aber Jesus liebt dich, deswegen ist er für dich gestorben. Er möchte nicht, dass du zur Hölle fährst, sondern er möchte dir ewiges Leben schenken. Und das ist der dritte Grund, warum Jesus für dich gestorben ist, um dir ewiges Leben zu schenken. Ewiges Leben ist ein Geschenk, denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also was wir verdient haben für unsere Sünde ist eben der Tod, damit ist gemeint die Hölle. Aber die Gnadengabe Gottes, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Also ewiges Leben ist ein Geschenk. Das heißt, für dich ist es kostenlos, aber es ist natürlich sehr viel wert. Denn Jesus ist dafür gestorben, um dir ewiges Leben zu schenken. Er hat dafür bezahlt. Das heißt, Gott selbst hat dafür bezahlt. Denn Jesus Christus ist nicht nur Gottes Sohn, sondern auch Gott selbst. Denn die Bibel sagt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins, sagt die Bibel in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7. Also Gott selbst hat dafür bezahlt, dass du nicht zur Hölle fahren musst, sondern in den Himmel kommst. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst nach deinem Tod in die Hölle und musst dort bestraft werden für deine Sünden bis in alle Ewigkeit. Oder du glaubst an Jesus, der schon bezahlt hat für alle deine Sünden und kommst in den Himmel. Denn die Bibel ist eindeutig, dass Jesus für die Sünden der ganzen Welt bezahlt hat. Denn die Bibel sagt, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus möchte dir ewiges Leben schenken und er hat den Preis dafür bezahlt. Du kannst nichts dafür bezahlen. Wir haben sowieso schon alle versagt. Denn die Bibel sagt, unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Jeder von uns ist ein Sünder, jeder hat die Hölle verdient, wir haben versagt. Aber Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Er hat dafür bezahlt. Und wie hat Jesus dafür bezahlt? Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus dann im Kreuz hing, war es so, als hätte er meine Sünden begangen, deine Sünden, die Sünden der ganzen Welt. Er wurde für etwas bestraft, was er gar nicht begangen hat. Jesus war perfekt. Jesus Christus ist Gott. Aber er wurde bestraft an unserer Stelle. Er hat alle unsere Sünden an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden bezahlt hat, in der Hölle war, auferstanden ist von den Toten, hat er dafür bezahlt eben, dass du in den Himmel kommen kannst. Denn Sünde hat eine Konsequenz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Bibel sagt auch, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht. Jemand muss bezahlen, entweder du bezahlst in der Hölle oder du glaubst an Jesus, der schon für dich bezahlt hat am Kreuz. Du glaubst an den Gott der Bibel, den dreieinigen Gott, der für dich bezahlt hat und kommst in den Himmel. Und die Bibel sagt, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Irgendjemandes Blut muss fließen, irgendjemand muss bezahlen. Jesus hat dafür bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Warum ist Jesus für dich gestorben? Weil er dich liebt. Und weil er dich liebt, möchte er nicht, dass du zur Hölle fährst. Er ist für dich gestorben, um dich vor der Hölle zu retten und um dir ewiges Leben zu schenken. Viele falsche Christen werden dir erzählen, dass du irgendwie Jesus nachfolgen musst, zur Kirche gehen musst, die 10 Gebote halten musst oder von deinen Sünden umkehren musst, ein besseres Leben leben musst und, um in den Himmel zu kommen. Aber wenn das so wäre, würde dich Jesus wirklich lieben, wenn es dir so schwer macht. Jesus liebt dich und deswegen hat er es sehr einfach für dich gemacht, in den Himmel zu kommen. Denn die Bibel sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, Jesus hat schon bezahlt für deine Sünden, er liebt dich, er will, dass du in den Himmel kommst. Was musst du tun? Du musst an ihn glauben. Das heißt, ihm allein vertrauen, nicht dir vertrauen, dass du irgendwie gut genug sein kannst, denn du kannst nicht gut genug sein, niemand kann gut genug sein. Wir haben alle schon gesündigt und haben die Hölle verdient, aber wenn du Jesus allein vertraust, dass er für dich bezahlt hat, all dein Vertrauen auf ihn setzt, dann gibt er dir ewiges Leben. Wenn du dir noch nicht zu 100% sicher bist, ob du in den Himmel kommst, dann schau dir bitte unbedingt den biblischen Weg zum Himmel an. Werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Gottes Segen, bis morgen.